Also ich bin Josef Nesterwall, Besitzer des Hotel Nesterwall, hier in Favoriten. Und die Leute kommen zur Saison zu uns und haben hoffentlich eine gute Zeit. Im fiktiven Hotel Nesterwall herrscht Aufregung. Gruppen von Teilnehmern und Darstellern irren durch die unzähligen Zimmer des Hauses. Es gilt, ein Verbrechen aufzuklären, denn zwei Menschen wurden tot aufgefunden. Die Geschichte nimmt ihren Lauf und von Station zu Station werden die Verstrickungen klarer. Die Spiel- und Performance-Kompanie Nesterwall, ein Abenteuer in der Stadt, ist diesmal in Favoriten in einem ehemaligen Kindertagesheim zu sehen. Bei den Abenteuern des Ensembles trifft das Publikum mittels klassischer Spielmethoden gegeneinander an und findet sich so nicht als Zuschauer eines Theaterspiels wieder, sondern als Teilnehmer. Also, warum sind die Leute durch den Schlaftrunk gestorben? Wer ist durch den Schlaftrunk gestorben? Zusammengebaut hat. Wer stirbt? Der spielerische Zugang bildet den Rahmen des Stücks, aber trotzdem steht die Handlung im Vordergrund. Eine Mischung aus Faust und Dirty Dancing, bei der die Gäste Schlüsselszenen der beteiligten Charaktere miterleben, Einzelentscheidungen treffen und schließlich gemeinsam das Rätsel auflösen. Es gibt eine Interaktion zwischen dem Publikum, den Räumen und den Performerinnen und von daher macht es halt eigentlich mehr Spaß. Eine große Herausforderung, die aber sehr viel mehr Spaß macht. Das Spannende ist bei uns, dass es wirklich für Gruppen konzipiert worden ist und das macht man entweder mit Freunden, man kann es aber auch mit wildfremden Menschen machen, mit denen man zusammengewürfelt ist. Das ist am Anfang befremdlich, das ist auch vielleicht am Anfang noch chaotisch, weil man gar nicht genau weiß, wo geht's hin, was muss ich tun, was passiert. Und dann bemerkt man aber mit der Zeit, wie plötzlich eine Teamdynamik einsetzt. Nesterwalls Dirty Faust dauert je nach Verlauf 2 bis 3 Stunden und feiert Premiere am Mittwoch, den 25. Oktober.